ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind endlich mal wieder auf den E-Bikes unterwegs und ewig lange nicht mehr auf den Home-Trails. Und ich habe hier, das ist das letzte Mal, ich weiß gar nicht, ob ich euch mitgenommen habe oder nicht, aber das letzte Mal habe ich zwei neue Trails gefunden und die zeige ich der Michi jetzt mal. Die Michi hat schon ein bisschen Angst auch. Ja. Die ist so ein bisschen, Achtung, Ironie an, ne? Für alle, die keine Ironie verstehen, ist so ein bisschen Kanada-Style. The Canadian Trails hier bei uns. Ironie aus. Ja, wir fahren eine gemütliche Runde. Ich habe heute wieder das Render dabei. Bin jetzt lange wieder nur Levo gefahren, weil das in Kursen einfacher ist, wenn das Bike leichter ist. Man kann damit Sachen zeigen. Aber jetzt mal wieder eine schnelle Runde, Full Power. Habe ich schon richtig Bock. Wir geben Gas. Akku leer? Ich bin im Trail gefahren, das habe ich gewusst. Ja, du kommst einfach nicht hinterher mit deinem komischen. Was ist das? Shimano RP Arrays? Viel. Was? Ich habe, glaube ich, 60 Newtonmeter. 60 Newtonmeter, volle Hütte. Wir fahren erst den hier wie immer. Und dann fahren wir den wie immer. Und dann geht's auf die neuen Trails. Und vielleicht gucken wir mal, was hier uns noch so Neues gibt. Ja, hier warst du ja schon, seitdem neu geshaped ist, ne? Neu geshaped. Ja. Ist jetzt halt auch ein bisschen krasse Nummer jetzt einfach, ne? Das ist Dirt Jump. Dirt Jumper, krasse Nummer. Ja, der Sprung geht jetzt zu weit. Also, man braucht nicht mehr so viel Speed. Der ist jetzt viel kürzer. Boah, ich hätte eine Brille mitnehmen sollen, Leute. Bereit für die neuen Trails. Wo kommen die denn rauf? Sind wir dann wieder ganz unten? Nee. Nicht ganz. Ja, dann zeig mal. Ja, okay, dann folgt mir. Wir fahren die so. Einmal fahre ich die vor, dann kann ich dich ziehen, ne? Und dann fährst du einmal vor, damit du ich dich auf der Kamera hab, okay? Wenn du das so sagst, dann ist das bestimmt einfach nur so ein Hubbel. Nee, ist schon eine krasse Nummer. Ja. Gibt schon zwei Trails. Willst du jetzt die einfache Linie fahren und danach die schwere? Ja, zeig erstmal die Easy Line. Okay, ich fahre erstmal die Easy Line, danach fahren wir die zweite Strecke. Und dann von der zweiten Strecke gibt es auch zwei Optionen: einmal hard und einmal easy. Okay. Okay, ready? Ja, ready. Okay, ready. Los geht's. Drop it in. Hier ist sehr technical. Achtung! Bäume, Wurzeln. Bisschen nass auch. Leute, heute ist ein ironisches Video. Ja, wichtig, Leute, dass ihr das versteht. Wir müssen auf die Michi warten. Bist du da? Ja. Okay. Du bist aber schon mutig, mit mir durch die Bäume zu fahren. Ja, das ist Angsttherapie jetzt. Wir fahren jetzt die erste Runde hier ganz langsam ab, dass die Michi sich ein bisschen den Trail angucken kann. Keine bösen Überraschungen gibt so. Hier rechts halten! Ja, Achtung, kurze Senke! Schon Ende? Ja, das war der erste. Könnte noch was weitergehen. Ja, hier runter einfach, ne? Okay, wir fahren jetzt wieder hoch. Dann fahren wir Variante 2. Der Trail ist ja nochmal härter, ne? Ja. Wir droppen einmal so einen Baumstumpf auch runter. Aha. Wie also hoch ist der Drop? Ungefähr 3,5 Meter. Okay. Easy. So, hier Einstieg. Haben wir wieder denselben Einstieg wie gerade eben. Sehr eng. Für die Michi spannend, dass
Dann können wir mal warten. Bist du da? Okay, ich zieh dich. Warum nicht, sie ist noch da. Jetzt Achtung, hier drüber! Aber eigentlich viel besser als die Code R. Aber eigentlich ist cool, ne? Ist schon cool. Aber nur kurz halt. Ja. Ist halt mal so ein bisschen ein paar steilere Sachen, Off-Camper, dann mal ein paar Wurzelchen. Ja. So, nächste Runde fährst du vor. Okay, nächste Runde. Fährst du vor, findest du den Weg, ja, ne? Rechts oder links? Kannst du aussuchen, das, was dir besser gefällt. Ist ja eigentlich das Gleiche, beides. Rechts ist Ticken länger. Länger? Ja. Und dann können wir, ja. Also rechts. Ja, wie du willst. Ein bisschen Angst vor dem Rampage-Drop, ne? So Leute, wollen wir ein Follower-Cam, auch gut. Follow-Cam für Michi. Sie besiegt gerade die Angst mit den Bäumen. Ihr wisst ja hier, Bäume und die Hände. Das ist so ein kleiner Endgegner, hier kann man auch reinjumpen. Krasse Nummer. Und dann gehen wir hier rein. Das Technische, kein Problem, slidet in die Kurve. Man merkt die Shimano-Bremse, das liegt dir richtig gut. Dann hier knallt es in die Kurve rein. Oh, oh, oh. Offene Kurve, das war knapp. Aber kein Problem, gut gelöst. Jetzt gehen wir ins letzte Stück. Dann die Senke runter. Und im Ziel. Ich hab vergessen, dass der hochgeht wieder. Ja, jetzt können wir hier runterfahren eigentlich. Das war unten, wo das auskommt, ne, wo das endet, war einfach so ein Fahrtechnikkurs. Boah, sandig. Ganz schlechte Linie gewählt gerade. Crazy. Ja, wenn es einfach mehr so legale Trails geben würde, hätte man noch nicht den Struggle, dass man immer mit Wanderern die Wege teilt. Aber ja, wenn man immer freundlich ist zu den Leuten, dann geht das auch meistens. Super schnell. Boah, sandig. Schnecke. Das ist ein spannender Sprung. Was war der erste Sprung? Weiß ich nicht. Das verstehe ich auch nicht so. Okay Leute, wir sind wieder zu Hause. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mir geht es immer so, auch so eine kleine Hometrail-Runde mal, einfach am Wochenende mal ganz, ganz locker, macht mir einfach auch übelst viel Spaß. Und dann mache ich auch immer gerne danach dann direkt so ein bisschen Bikepflege zu Hause, weil wenn man auf so einem Bike-Trip war, ne, dann ist es ja immer so,
dass man danach schon eher schon fast keinen Bock mehr hat, irgendwie sein Rad sauber zu machen. Aber so, wenn dann nach einer gemütlichen Runde, habe ich selber auch immer Bock, ein bisschen Pflege zu machen. Und da gibt's was Interessantes Neues, Leute. Erzähl ich euch jetzt. Und zwar Super Soap von Wushab. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, dass ich ein neues Kettenöl zum Beispiel benutze. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal irgendwie im Hintergrund von Videos oder von Stories gesehen. Und vor einiger Zeit kam Wushab auf mich zu und hat einfach mir geschrieben, hey, wie sieht's aus? Sollen wir dir mal was schicken? Wir haben hier ein paar Produkte und so. Und dann habe ich gesagt, klar, schick das gerne mal rum. Und dann habe ich das getestet und war wirklich, wirklich sehr, sehr happy mit dem Ganzen. Ihr kennt das ja, es gibt so ein paar miese Stellen zum Beispiel, ne? Wie zum Beispiel hier unten, um die Lager so herum und solche Sachen, wo sich gerne einfach mal Dreck so ein bisschen, ja, so ein bisschen festbeißt. Und meistens war es so, dass ich, wenn ich andere Reiniger benutzt habe, immer das Problem hatte, dass diese Stellen, da musste ich immer mit dem Lappen hin. Und hier irgendwie, ich weiß nicht, was die anders machen, aber das funktioniert auf jeden Fall mega, mega gut. Und selbst mit so, ja, Marktführern jetzt so wie bei Makov zum Beispiel, habe ich das trotzdem nicht richtig wegbekommen. Also nicht so easy. Und hier ist wirklich draufsprühen, abwaschen und ich würde sagen 90% oder 95% ist das Ding einfach fertig. Das Kettenöl finde ich auch super, Kettenöl übrigens, aber ich kann euch demnächst mal alle Produkte von Wushab gerne mal vorstellen. Und falls ihr das selber mal testen möchtet, habe ich für euch einen Rabattcode sogar rausgehandelt bekommen. Und mit dem Code DAYA15 könnt ihr auf alle Produkte von Wushab 15% sparen. Das ist schon ein bisschen was. Ich meine zum Beispiel hier so Stellen, ne? Um die Lager drum, wo sonst mal so ein bisschen Fett ist und da sammelt sich dann gerne so der ganze Dreck. Ja, ich bin einfach mega happy mit dem Produkt. Probiert es gerne aus und Links in der Videobeschreibung. Freue mich, wenn ihr das Ganze ein bisschen supportet. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen, auch wenn es ein kleiner Ausflug war. Aber so sieht nun mal die Realität aus. Ne? Wir sind ja nicht immer auf krassen Bike-Trip, sondern einfach manchmal auch eine gemütliche Runde zu Hause. Tut's auch und macht einfach auch Laune, sind wir mal ehrlich. Macht immer Spaß. Lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.